Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch. Es geht um Robert Fico, den slowakischen Premierminister, der einem Attentat zum Opfer fiel. Mittlerweile, das kann ich mal als erstes hier vermelden, slowakische offizielle Stellen haben gemeldet, dass er außer Lebensgefahr ist mittlerweile. Einen schwer verletzten Kopfstoß und aber ich weiß nicht, wo noch verletzt. Aber bevor ich darüber rede und auch vor allem über die Reaktionen hier in Deutschland auf dieses Attentat, will ich mal eine kurze Stellungnahme vorlesen und einen Rat, den ich gerne weitergebe. Der Spiegel ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, ihn zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun, inspiriert von Max Gold. Und hier haben wir die erste Meldung der Nachrichtenredaktion des Spiegel auf das Attentat auf den slowakischen Premier, wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat. Noch ist unklar, was den Täter trieb, aber sicher ist, die Schüsse auf Robert Fico fallen in Zeiten des politischen Hasses, der die Slowakei seit langem heimsucht. Ja, okay. Henning Rosenbusch schreibt auf Twitter, selbst elementarste Regeln des menschlichen Anstands gelten nicht mehr für die Verantwortlichen von Medien, die Geld von US-Milliardären im Sinne einer Pax von US-Milliardären nehmen, wenn es gegen die Gegner dieser Weltverbesserer im Sinne einer Pax Americana geht. Der Premier wäre dann eher der Feind dieser Ideologie. Robert Fico befindet sich laut offiziellen slowakischen Angaben nicht mehr in kritischem Zustand. Da schreibt hier Norbert Hering dazu, Spiegel erklärt Robert Fico für selbst schuld am Attentat auf ihn, ganz im Sinne seines Geldgebers Gates. Das ist wirklich schon fast bemerkenswert durchsichtig, die ganze Geschichte. Kurz nachdem der slowakische Premierminister Robert Fico bei einem Attentat durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde, brachte Spiegel Online einen Artikel, in dem Fico schon in der Überschrift als mitschuldig an dem Attentat dargestellt wurde, wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat. Spiegel Online wird mit Millionen Euro von US-Milliardär Bill Gates alimentiert, mit dessen Agenda und mit dessen Philanthropenkollegen George Soros Fico über Kreuz liegt. Kritisiert auch die WHO, kritisiert auch die Ukraine, beziehungsweise ist gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine und ist eher russlandfreundlich. Ich weiß zu wenig über den Premierminister, der wird sicherlich auch seine Leiche im Keller haben, hundertprozentig. Aber wie dieses Attentat genutzt wird oder versucht wird, dass es irgendwie einer bestimmten politischen Richtung hier nutzt, das ist einfach nur noch so voller brutaler Verkommenheit. Ja? Dr. Lockdown-Wieler schreibt hier, weil das Ganze ist hinter einem Bezahlschranke. Okay, wer für den Spiegel auch noch bezahlt, der ist dann so in meinen Augen wirklich nicht mehr zu retten. Ich spare Ihnen mal das Abo und fasse die Punkte zusammen, warum Robert Fico zur Polarisierung beigetragen hat und darum jetzt von einem Linksextremisten angeschossen wurde. Das Verhältnis zum Nachbarland Ukraine ist erschüttert, weil Fico sich nicht an Waffenlieferungen für das bedrängte Land beteiligen will. Tür an Tür wohnen mit einer Mafiagröße, schimpfen gegen Migranten und die EU, wie auch Viktor Orban. Seit Regierungsantritt ist er in Europa vor allem unangenehm aufgefallen, weil er den bis dahin unabhängigen öffentlichen Rundfunk auflösen wollte. Oder wie der Spiegel zwischen den Zeilen schreibt, er hat es verdient. Und hier haben wir die zweite Schlagzeile nach dem ersten Wahnsinn, wie Fico das Klima in seinem Land mitvergiftet hat, kommt dann die zweite, hier blende ich es nochmal ein, Entsetzen in einem gespaltenen Land. Aber sie können es trotzdem nicht lassen und schreiben es aber trotzdem im Anreißertext. Noch ist unklar, was den Täter trieb, aber sicher ist, die Schüsse auf Robert Fico fallen in Zeiten des politischen Hasses, der die Slowakei seit langem heimsucht. Auch das Opfer hat zur Polarisierung beigetragen. Ja? Und jetzt wird es richtig lustig, weil es geht natürlich auch, die Bundesregierung nutzt es natürlich auch in Person von Robert Habeck.
Und Manaf Hassan schreibt hierzu, wie kann man sich vorne hinstellen und so einen Müll von sich geben? Vor allem verstehe ich nicht, wie man eine solche Tat auch noch so schamlos instrumentalisieren kann. Robert Habeck ist eine Demagoge, das ist jetzt auch nichts Neues. Also er nimmt das Attentat zum Anlass, erst nochmal zu verkünden, dass die AfD gesichert rechtsextrem verdächtig ist oder irgendwie sowas. Und schiebt auch indirekt der AfD, weil der Boden bereitet wird, des Hasses und so weiter, fast schon auch die Schuld an dem Attentat rüber. Generell ist es die rechte Gefahr, die solche Morde überhaupt möglich macht. Ja? Hört es euch selber an. Ja? Es ist, eigentlich muss man es echt, ich weiß es gar nicht, ja, was man dazu sagen soll. Bitteschön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir mit einer Vorbemerkung anzufangen, und ich sage das mit Bedacht. Nach dem Redner einer Partei, die nun auch gerichtlich ein gesicherter rechtsextremer Verdachtsfall ist. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist gerade niedergeschossen worden. Und ich sage das deswegen, weil wir wissen, dass aus Worten Taten folgen und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben. Wir sollten, denke ich, diejenigen, die sich dem demokratischen Spektrum zugehörig fühlen, unsere Worte sorgsam wägen. Und von hier aus, Robert Fico, gute Besserung. Ja, da muss man auch erstmal schlucken, ob solcher Chuzpe und Dreistigkeit und Gewissenlosigkeit und absoluten nur noch der Macht verpflichtet und nur noch nach diesem Kriterium überhaupt durchs ganze Leben wandelt, ja, seine Macht zu halten, zu sichern und möglichst noch auszubauen. Wahnsinn, das ist echt, das ist brutal, ja. Das ist wirklich Zombie-Verhalten. Mittlerweile hat sich aber dann auch herausgestellt, dass es noch deutlicher gelogen und nur demagogisch ist, was Robert Habeck da von sich gibt. Junge Freiheit, wie Habeck das linke Attentat auf Fico gegen die AfD verwendet, weil der linke Schriftsteller Juraj Cintula hat am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova aus nächster Nähe 5 Schüsse auf den slowakischen Ministerpräsidenten abgegeben. Auch in Deutschland war Fico zuletzt von Politikern SPD, Grüne und Linken sowie Journalisten wegen seiner restriktiven Migrationspolitik und seiner Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder verbal hart angegriffen worden. Ach, daher weht der Wind. Und ich sage das mit Bedacht nach dem Redner einer Partei, die nun auch gerichtlich ein gesicherter rechtsextremer Verdachtsfall ist. Das ist nun mal Zitat aus Robert Habecks Rede. Der 71-jährige Attentäter von Handlova gehört zum linken Spektrum. Er begründete seinen Mordanschlag mit politischen Motiven. Ja, zuletzt waren immer wieder tausende linksgerichtete Slowaken gegen Fico auf die Straße gegangen, forderten aufgeheizte Stimmung dessen Absetzung. Der Politiker war 2023 zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Zuvor hatte das Amt von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 inne. Also gesund ist es auch nicht. Da habe ich bin ich strikt dagegen, dass man irgendwie ewig Premierminister, Kanzler, Präsident oder so sonst was sein kann. Und der Attentäter Juraj Cintula nennt sein Motiv, warum er slowakischen Premierminister Robert Fico aus kurzer Distanz niedergeschossen hat, die geplante Auflösung der ÖR-Medien in der Slowakei. Und wie gesagt, auch linke Parteien, also Grüne, Linke, SPD haben den slowakischen Premierminister vor allem, eigentlich nur die, kritisiert. Und jetzt ist er plötzlich ein Opfer von rechter Gewalt. So läuft es. Ja. Und der Michel, der das nur in der Tagesschau hört oder in irgendwelchen Schlagzeilen kurz beim Vorbeigehen liest, wird glauben, die Gefahr von rechts, die wird ja immer schlimmer. Ja. Es sind ja schon politische Morde. Sozusagen auch schon, müssen wir uns auch schon daran gewöhnen. Das ist die Aussage des Problems. Die Realität wird hier aufprallen, oder Sie werden auf die Realität aufprallen, auch die Menschen da draußen, die den ganzen Müll noch glauben. Ja. Und die Wahrheit ist unverrückbar. Ja. Und sie wird rauskommen und sie wird erscheinen. Und ihr werdet alle, die hier lügt und betrügt und uns wirklich ein X für ein U vormacht, ihr werdet alle noch richtig Spaß haben, sag ich mal. Ja.
wer will solche Leute an der Regierung haben? Wer kann solchen Menschen vertrauen? Ja? Wer kann glauben, dass jemand für mich irgendwas tut, der so drauf ist, der so empathielos, so gewissenlos, so dermaßen vollkommen kaputt ist, meiner Ansicht nach. Ja, wirklich, da fehlen wirklich elementare menschliche Eigenschaften. Ja, also ist mein Eindruck, meine Meinung. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, macht es gut, ihr Lieben. Abonnieren ist hier, teilen, liken, kommentieren. Und hier ist der Stuhl übrigens, ja, hier neben aus dem Bild. teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Und wenn ihr was übrig habt und denkt, ja, der Kanal hat was verdient, eine Unterstützung, dann gerne auf Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Dank euch, ihr Lieben, macht es gut. Servus, Grüße an Habeck.